Der zweite Tag in Geilenkirchen. In Claudias Ding steht für heute erst einmal die Auswertung an. Fest steht, das wird nicht leicht. Gestern war wirklich ein harter Tag, jede Menge Emotionen und Aufregung. Und ich glaube, es geht heute so weiter. Ich habe das Gefühl, dass das Testessen nicht so gut gelaufen ist. Ich bin froh, dass es gestern um war und bin gespannt, was die Leute darüber sagen. Gestern war ein ganz besonderer Tag. Es war kein normales Testessen. Und es war auch keine leichte Aufgabe, weil es war schon ziemlich emotional gestern. Haben es schon an unsere Grenzen gebracht. Waren die das schon? Ich glaube nicht, dass das deine Grenzen waren. Ich glaube, dass das für gestern deine Grenze war, weil ich dich so auf den Pott gesetzt habe, weil du damit nicht gerechnet hast. So ungewöhnlich, wie das Testessen gestern war, so ungewöhnlich auch das Ergebnis. Denn ihr habt von möglichen 50 Punkten ...32 Punkte erreicht. Oh. Ja. Das ist, also... Habe ich schon schlechtere Sendungen gesehen. Für den Service habt ihr 8 Punkte von 10 bekommen. Ey, Mädels, das ist eine mega, mega Punktzahl. Ihr macht das hier einfach gerne. Und das glauben die Menschen euch. Und das glaube ich euch auch. In Sachen Ambiente muss ich sagen, da haben sich die Gäste eigentlich ganz wohl gefühlt hier bei dir. Die haben gesagt, ja, mein Gott, pff, ist eine Pommesbude, aber dafür ist das alles hier ganz nett. Nur außen die Farbe, ich weiß auch nicht, habt ihr euch da die Augen zugebunden, als ihr das gestrichen habt? Oder habt ihr die, wer hatten diese Farbe? Ich wusste gar nicht, dass es so eine Farbe gibt. Ich dachte eigentlich, das ist eine Farbe, wenn man sich mal eben schnell übergeben will oder so, dass man mal dieses Kotzgrün nimmt oder die so. Die finde ich gut. 7 Punkte habt ihr fürs Ambiente bekommen. Das ist noch viel. Mhm. Fürs Speisenangebot habt ihr 6 Punkte bekommen. Weil die Testesser glauben, dass das große Angebot dafür birgt, dass die Qualität nicht so gut ist für die einzelnen Speisen. Kommen wir zum Geschmack. Schmack auf was. Schwieriges Thema. Ganz, ganz schwieriges Thema. Ihr macht frische Schnitzel, die gut sind, aber Soße aus dem Eimer. Welche Soße aus dem Eimer? Zigeunersoße. Nein. Ja, die sind alle selbst gemacht. Ja, selbst gemacht. Wollt ihr mir einen Vogel in den Kopf setzen? Da ist eine zusammengerührte Ketchup-Soße. Also, es wird ja nun trotzdem sehr viel hier genommen. Das heißt, die Leute müssen ja noch schlechter kochen als ich. Also ist es für den Normalsterblichen ohne Stern richtig gut. Komm mir doch nicht jetzt mit dieser Floskel, mich irgendwie in diesem Thema weich zu kloppen, indem du sagst, dass das, die ohne Stern kochen, reicht. Das ist doch Blödsinn. Natürlich muss Pommesbuden nach Pommesbude schmecken. Muss es. Aber es muss nach Liebe schmecken. Und das hat nach Eimer geschmeckt. Sind wir uns da vielleicht einig? Das soll so bleiben, wie es ist. Aber ich möchte deine Liebe in allen Produkten sehen. Vor allem beim Geschmack gab es große Kritik. Hier konnte Claudia nur 5 Punkte erreichen. Das gute Gesamtergebnis liegt vor allem am Service. Fritteusenfett. Da stirbst du von. Darum kommt keiner mehr. Alle tot. War das jetzt lustig? Ja, für mich schon. Das ist ungesund. In diesem Fett ist Palmfett. Wenn man Palmfett erhitzt, entstehen Transfettsäuren. Und diese Transfettsäuren können Krebs verursachen. Ich bin davon ausgegangen, dass, was die Leute mir verkaufen, dass das gut ist. Hab nicht alles nachgelesen. Unwissenheit wieder. Weiß man nicht. Genau, weil du dich nicht interessierst. Du willst mit dem Laden Geld verdienen und du interessierst dich nicht einen Funken für deinen Laden, für die Inhalte, für das, was wichtig ist. Und jetzt reden wir miteinander. Sie braucht einen Tritt im Hintern, damit sie aufwacht, ja. Doch bevor es losgeht, tritt Beikoch Björn seinen Dienst an. Hallo, Claudia. Oh, hallo. Hallo, Björn.
Hallo? Welche Überraschung. Hallo. Wir haben jetzt noch was hier zu besprechen. Vielleicht kannst du dort in der Pizza-Corner genau, richtig. Alles dementsprechend schon mal vorbereiten und dass ich nachher mit dir auch mal sprechen kann. Alles klar. Machen wir so. Dann bis gleich. Ja, gut, danke. Bis gleich. Ich habe hier mit der ganzen Sache ein grundsätzliches Problem. Es geht hier um deine Unwissenheit. Du verursachst hier ein Familiendilemma. Weil dein Vater hat die Rente verdient und deine Mama hat verdient, das zu tun, was sie möchte und nicht, wozu sie sich verpflichtet fühlt. Aus einer Pseudo-Liebeserklärung. Nicht die Liebe, sondern die Erklärung. Weil sie macht es ja nicht gerne. Sie macht es ja nur aus Liebe. Familie, Kinder und alle hier müssen alle leiden mit deiner Unzulänglichkeit. Und das ist ein Problem. Verstehst du? Guck mal, erklär es dir noch mal. Und du merkst gar nicht, dass du diese Menschen, dass du ihre Freundschaft ausnutzt. Das tust du. Auch wenn es Liebe, wenn du sagst, das ist Liebe und alle würden es tun, du würdest es auch tun, aber du tust es, das sind Fakten. Wir müssen darüber reden. Wir müssen mit der Familie reden, über dieses Thema, wie es in Zukunft laufen soll. Wir müssen darüber reden, wie es mit der Kohle ist. Wir müssen darüber reden und du musst auch aufrichtig sein. Claudias Eltern, der Bruder und ihr Ehemann halten das Geschäft am Laufen und unterstützen sie finanziell. Das muss ein Ende haben. Sie muss endlich reinen Tisch machen. Da ist du. Ja, gut. Ich gebe dir einen Tupfer. Okay. Wir müssen darüber reden. Nochmal. Mit der Familie, doch, das machen wir. Oh je. Yeah. Ich weiß, ich bin da. Sei froh, dass ich so bin. Dann brauchst du es nicht mehr. In der Zwischenzeit laufen die Vorbereitungen in der Küche auf Hochtouren. Ich bin oft Mädchen auch für alles. Ne? Spülen und im Prinzip macht jeder alles hier in dem Betrieb hier. Doch wie steht es um Björns Fachwissen? Jetzt haben wir das Thema Pasta. Was für Nudelgericht machst du eigentlich jetzt? Carbonara. Carbonara, also diese originalen Spaghetti Carbonara. Es gibt da sehr viele verschiedene Rezepte. Klar, die originalen Rezepte sind natürlich ohne Sahne, soweit ich weiß. Ja, was? Das ist das Rezept, was ich so von. Wusstet ihr das? Was ich so von Hören sagen kenne. Das sind jetzt die geilen Kirchencarbonara. Genau, richtig. Nur so, wie es halt auch viele Leute, sag ich jetzt mal, auch gewöhnt sind, sag ich mal. Weißt du, ob es hier einen Schluck Weißwein gibt? Ach so, das. Ah! Genau, das sind unsere Schätzchen. Damit deine Nudeln in Sahnesoße. So, cool. Die Weinsäure ist einfach sehr, sehr gut. Mhm. Die macht auch richtig Spaß. Ja. Oh. Jetzt haben wir Hugo genommen. Oh je. Oh je. Aber vielleicht ist das ja ein ganz neues Rezept, ne? Genau. So, Spaghetti à la Hugo. Ha? Wollt ihr das Rezept auch haben? Kriegt ihr aber nicht. Geilen Kirchencarbonara mit Spezialzutat. Was machst du da jetzt? Ein bisschen Brühe muss ich mir noch anrühren. Reich, also mehr und. Kenne ich gar nicht. Ich dachte, das gibt's hier auch gar nicht. Du würdest schwenken. Kannst du es? Soll ich dir helfen? Komm, wir sind ja ein Team. Komm. Ach, das Hochwerfen. Okay, mach ich auch mal. Müsste eigentlich auch. In der Original Carbonara ist normalerweise nur Ei, keine Sahne. Aber hier gibt es Carbonara à la Geilenkirchen. So, wir haben jetzt mal Nudeln gemacht. Der Björn hat mal gezeigt, wie Nudeln gehen. Wollen wir probieren? Probieren wir mal. Ob ich das geschafft habe oder. Wenn ich daran war, dann wird er sowieso mal gut sein, egal wie es schmeckt. Aber der Sinn der Sache ist eigentlich gar nicht, ob es schmeckt oder nicht schmeckt. Wir haben jetzt locker 35 Minuten für das Gericht gebraucht. Genau, richtig. Mein geprägter Vorschlag ist, dass Pasta auf jeden Fall runterfliegt. Danke. Du sagst Danke sogar? Ja, danke. Genau, das war eigentlich auch unsere Idee, die wir schon vor ein, zwei Wochen so gefasst haben, dass Pasta doch auf Dauer zu zeitintensiv ist. Also, Nudeln weg. Aber einen Anschiss muss ich dir noch geben. Du hast mich angekrückt. Warum? Wollen wir die Brühe? Ach so. Du hast hier gesagt,
dass hier keine künstlichen Tütensachen hinkommen und so. Keine nein, das stimmt, ich rede von Tüten. Aber ich habe Brühe und ich habe immer gesagt, er wird mich dafür töten, weil ich sehe es ja immer im Fernsehen, aber ich schaffe es trotzdem. Ja, ist gut, ich sehe es. Machen wir halt ohne, aber brauche ich ja nicht mehr. Nö. Ja. Hunger? Ja. Bitte. Dankeschön. Weißt du, wo wir hingehen? Wir gehen zu Chantal in der Pommesbude. Komm mit. Ja, aber ich nicht. Um heraus